Arzt ist der nächste Patient. Zustand nach Unfall oder sowas. Ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte helfen? Mein Bekannter möchte sich einfach nicht behandeln lassen, obwohl er gerade überfahren wurde. Gut, okay, also noch mal ganz kurz überfahren. Ist das der Herr Kars? Ja, okay. Ja, richtig. Und wir wollen sich jetzt nicht behandeln lassen, aber Sie humpeln doch. Ja, der Schock, kann das sein? Ja, klar, sowas gibt's das natürlich, posttraumatisch. Das Humpeln kommt von gestern, mir geht's gut. Ich bin einfach nur umgeknickt. Ich glaube, mehr nicht. Müssen wir wirklich untersuchen. Ja, also ich würde sagen, Ina, ja, hören Sie mal auf die Schwester Ina, setzen Sie sich mal in den Rollstuhl rein. Genau, ja. Herr Kars wurde eigentlich vorstellig aufgrund eines Unfalls beim Ausparken. Der ist entstanden durch eine Bekannte von ihm und dieser ganze Umstand war rein zufällig. Als er dann aber unsere Notaufnahme verlassen wollte und humpelte, sind wir auf was aufmerksam geworden, was direkt im Anschluss wirklich wichtig geworden ist. Aus Jugendzeiten kennen wir uns. Ich war wie so eine Art Babysitterin für ihn. Er ist ein bisschen jünger als ich und habe auf ihn aufgepasst. Okay, aber also, da hat Ihre Bekannte schon recht. Gerade nach so einem Unfall kann es immer mal vorkommen, dass man durch das Adrenalin manche Sachen noch gar nicht so wahrnimmt. Deshalb sollten wir sie auf jeden Fall durchchecken. Das ist ja auch verpflichtend nach einem Unfall. Sind Sie Ihnen auf den Kopf gefallen? Oder nee, auch gar nicht. Okay. Ja. Und weil Sie jetzt gerade so gehumpelt haben, war das ein Krampf vom Flüchten, sage ich jetzt mal? Oder weil Sie sagten, das haben Sie schon länger? Ich bin gestern dummerweise einfach umgeknickt. Okay. Und, aber es ist halb so schlimm. Mhm. Okay, wenn wir jetzt mal schauen wollen auf den Kopf, haben Sie irgendwelche Platzwunden beim Sturz oder sowas erlitten? Nee. Okay. Ansonsten, gibt es irgendwas Isoliertes, dass Sie sagen, es tut mir der Arm oder die Schulter weh? Gar nichts. Bitte sei doch mal ehrlich, sag bitte was uns, was dir wehtut. Gar nichts, mir geht's wunderbar, mir geht's gut. Ina, wollen wir noch einen Zugang legen, gerade vielleicht bei einer gewissen Schocksymptomatik, gehen wir mal ein bisschen Infusion rein, dass sich der erste Schock so ein bisschen beruhigt, weil Sie sind ja umgeknickt, Sie sind mit dem rechten Bein. Ja, genau, gehumpelt. Aber Sie brauchen Sie nicht behandeln, auf keinen Fall. Ich bin umgeknickt. Was ist denn jetzt einmal hier? Nee. Ich muss eh auch weg. Ich hab noch einen Termin. Ich hab keine Zeit dafür hier. Jetzt mach doch mal. Jetzt warten Sie doch mal einen Moment. Das Erik, bringt. Hör doch auf, du kommst hier nicht weit. Lass dich bitte untersuchen. So bringt das nichts. Wir legen Sie mal wieder hin. Im ersten Moment macht es nicht den Eindruck, dass der Herr Karst schwer verletzt ist. Aber bei einem Autounfall wird grundsätzlich wirklich alles kontrolliert und gescheckt. Und dann haben wir auch gesehen, dass er wirklich viel schwerer verletzt ist, als er angegeben hat. Wird aber nicht nach unten knicken? Nee, das sieht aus, entweder ist das eine Stab, eine Punktionsverletzung. Nee, das ist ein ausgefranstes. Das sieht aber eher aus wie so eine Eintrittswunde. Ja. Also, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, sieht es aus wie eine Schussverletzung oder sowas. Ja, das müsste ich recht haben, ja. Eine Schussverletzung? Sind Sie sich sicher? Das kann. Ja, ja, das, also diese gerade abgegrenzte und dann haben wir diese Ausfransungen bei der Eintrittsstelle. Müssen wir mal gucken, ob es eine Austrittsstelle gibt sind oder Sie ob das. Sicher? Ja, ich bin mir da schon. Erik, oh mein Gott, wo hast du eine Schussverletzung? Nee, wir haben keine Austrittspforte. Das muss auch jeder Eintritt sein. Herr Kass, Sie können uns da sicherlich doch aufklären, was sich dabei handelt. Ich meine, Sie wissen besser Bescheid als wir. Ja, ich hatte Streit mit meiner Ex-Freundin. Ich habe mit ihr Schluss gemacht und die ist halt dann komplett ausgetickt. Und aus einem dummen Zufall, sie hat Sportschützin und auf einem dummen Zufall ist wirklich so eine Kugel aus der Waffe rausgeflogen. Und ja, aber deswegen, ich wollte auch gar nicht hier dann zum Krankenhaus, ich wollte zum bekannten Krankenpfleger und mir die rausmachen. Ich muss ja ganz ehrlich mal sagen, das klingt jetzt schon alle so ein bisschen, also hier, Sie wollen da lieber zum Krankenpfleger gehen, aus Versehen löse ich da einen Schuss. Ich würde das gerne so machen, wir decken das jetzt erstmal jetzt hier ab, das muss geröntgt werden. Auf jeden Fall könntest du einmal eine Radiologie anrufen, Ina. Ja, ja. Bei Schussverletzungen schrillen natürlich immer sofort alle Alarmglocken, aber auch hier muss man unterscheiden. Es gibt viele Unfälle, die sich ganz plausibel erklären lassen, wie zum Beispiel eben bei Sportschützen, denn auch da kann es beim Waffenreinigen zum Beispiel zu Verletzungen kommen. In diesem Fall aber habe ich gemerkt, dass hier Klärungsbedarf herrscht. Dennoch war mir aber hier erstmal die Versorgung des Patienten wichtiger. Wir müssen nämlich hier gucken, wo das Projektil ist. Das ist nämlich nicht ausgetreten, das heißt, es ist kein Durchschuss und auch kein Streifschuss, sondern das Projektil ist irgendwo noch im Bein. Und meistens, wenn Projektile nicht wieder irgendwo rauskommen, bleiben die irgendwo stecken. Manchmal im Weichteilgewebe, manchmal eben auch am Knochen. Dann kann es zu Abschütterungen kommen und dann müssen wir eventuell operieren. Wir gehen hier nicht raus, ehe das nicht wirklich richtig angeschaut wurde oder entfernt wurde. Theoretisch kann ich Ihnen aber nur nahelegen, das Ganze dann auch zur Polizei zu bringen. Nee, auf keinen Fall Polizei. Das ist ausgeschlossen, will ich nicht, machen wir nicht. Erik, denk erstmal drüber nach. Wir reden erstmal drüber und dann kannst du entscheiden. Wir können da so lange drüber reden, wie wir wollen. Keine Polizei. Auf keinen Fall.
Wenn wir davon ausgehen müssen, dass Verletzungen entstanden sind aufgrund eines kriminellen Hintergrundes oder aufgrund dessen, dass hier absolute Gefahr in Vollzug ist, müssen wir A, das zum einen genau protokollieren und zum anderen die Polizei verständigen. In dem Fall von Herrn Kahrs war es aber alles ziemlich undurchsichtig, sodass ich mich dazu erstmal entschlossen habe, hier die Versorgungspatienten in den Vordergrund zu schieben und alles andere später zu klären. Ina, wir machen den Kahrs abmarschbereit für die Radiologie. Ja, ich habe den schon angemeldet, wir können rüber. Okay. Einer muss auf jeden Fall auf den Rucksack aufpassen. Ja. Der darf auf jeden Fall nicht verlieren. Ja, ich darf ihn auf jeden Fall nicht verlieren. Nee, ich nehm den mit. Ich, Der kommt in sichere Verwahrung. Ja? Wir tun den weg. Richtig. Nicht, dass er am Ende noch wegkommt. Nee. Ich nehme den jetzt mit. Es war schon wirklich auffällig, dass der Herr Kast die Polizei nicht einschalten wollte. Wenn ich überlege, dass ich in so einer Situation gewesen wäre, ich würde angeschossen, ich glaube, das wäre der erste Weg, zur Polizei zu gehen. Warum der angeschossene Erik den Vorfall zu verheimlichen sucht und ob ihm bleibende Schäden drohen, klärt sich hoffentlich nach den Folgeuntersuchungen. In der Zwischenzeit wird Arzt Frederik Seehauser zu einem neuen Patienten gerufen, den vor einem Date ein unangenehmes Problem plagt. Ich habe gelesen, Sie haben Exantheme. Ja, ist ein absoluter Notfall. Absoluter Notfall? Ja. Keine Ahnung, ich tippe irgendwie auf Grasallergie oder so, aber... Eine Grasallergie? Ja, ich hab morgen eine Verabredung nach langer Zeit mal endlich wieder. Und irgendwie ist die Dame, ja, auch nicht ganz abgeneigt, sage ich jetzt mal so. Und ich möchte natürlich einen guten Eindruck dahinter lassen. Und ich bin auch sonst eigentlich nie draußen. Und ich habe gestern mal was im Park, im Schatten gelegt, um aber etwas Farbe zu bekommen. Und ich hab eh schon Probleme mit den alten Narben und jetzt das auch noch, das juckt wie Sau. Und okay, ganz kurz für mich, aber das ist teilweise, sehe ich ja schon, da sind schon vernarbte Sachen dabei. Oder gibt es also frische rote Pünktchen? Ja, um die geht es, genau, die jucken auch. Okay. Und jetzt müssen wir nochmal erklären, was hat das mit dem Date zu tun für morgen und mit Ihrem Sonnenbad? Also Sie gehen davon aus, es ist eine Allergie. Haben Sie mit irgendwas eingecremt? Oder mit Nein. Ich habe mich auch extra eigentlich in den Schatten gelegt, damit ich nicht ganz so viel Sonne abbekomme, nicht verbrenne. Aber man möchte halt bei den Frauen einen guten Eindruck hinterlassen. Klar, kann ich. Ich bin hier nicht umsonst Krankenschwester geworden, weil ich gerne Menschen helfen möchte. Und gerade hier in der Notaufnahme ist gedacht, dass wir da sind für Patienten, die wirklich sehr stark verletzen und unsere Hilfe brauchen. Und man sollte nun wirklich nicht mit kleinen roten Punkten hier hinkommen. Aber nun gut, auch wir haben ein Herz und kümmern uns auch manchmal um Leute, die einfach nur besorgt sind. Aber es sollte nun wirklich die Ausnahme bleiben. Ich glaube eher nicht, dass es eine Allergie ist. Für mich sieht das eher aus wie Bisse. Bisse? Bisse von kleinen Insekten, von so Milben. Milben. Man kennt Milben vielleicht aus der Bettwäsche, gibt es so eine Bettwanzen, Milben, sowas in der Art, aber das sind, glaube ich, eher Grasmilben. Das sind eigentlich ganz kleine Tierchen, die sind auch klein, sind auch ständig meistens immer so klein rötlich da. Ja, und ein Juckreiz löst es aus. Jetzt sage ich Ihnen aber schon gleich, ich sehe das ja schon, dass Sie ältere Male an den Beinen haben. Mhm. Haben Sie da auch früher schon immer so rumgekratzt? Ich sehe es auch hier im Armbereich. Ich sage mal so, was die Wund- und Narbenpflege angeht, sind Sie wahrscheinlich nicht gerade der Vorzeigepatient. Wenn es so kratzt man sich halt. Ja, versuchen das nicht, das zu vermeiden. Ja, okay. Also so doof das klingt. Ne? Im schlimmsten Fall müssen Sie sich vielleicht Fäustlinge anziehen, damit Sie nicht kratzen können. Herr Wagner war natürlich das ideale Beispiel, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Diese Bisse oder Stiche sollte man, auch wenn der Juckreiz unerträglich ist, nicht aufkratzen. Denn dann schafft man eine Eintrittspforte für Bakterien und das führt zu weiteren Entzündungen, die viel, viel schlimmer sind als diese eigentlichen Bisse. Es gibt spezielle Gels, die eine kühlende Wirkung haben und diesen Juckreiz etwas lindern. Aber im Prinzip muss der Patient hier einfach ein paar Tage das Ganze durchstehen und dann lässt der Juckreiz auch von ganz alleine nach. Und gerade unter den Fingernägeln lauern zum Beispiel auch viele Bakterien, die sich dann einschleusen können und dann eben auch zu Heilungsstörungen führen können. Okay. Das nächste Mal, das ist so ein Fall eher eigentlich für die Hausapotheke, beziehungsweise wenn überhaupt für die 116, 117, für den Hausarzt oder den telefonischen Hausarztdienst. Wir machen das jetzt. Ich gebe noch ein paar Tipps bitte, was die Wundversorgung angeht. Desinfizierst vielleicht die Wunden, die er schon sich aufgekratzt hat. Herr Wagner, ich wünsche Ihnen alles Gute für morgen Abend und lassen Sie es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen. Während dem 45-Jährigen schnell geholfen werden kann, muss Frederik Seehausers anderer Patient wegen seiner Schusswunde nach dem Röntgen operiert werden. Am folgenden Tag kommen zudem weitere erhebliche Zweifel an seiner Geschichte von der schießwütigen Ex-Freundin auf. Alles gut? Ja, alles wunderbar. Ja, gut. Sehr schön. Gut, wer kommt da jetzt? Hallo.
Wer sind Sie? Das ist meine Ex-Freundin. Die Ex-Freundin, die auf Sie geschossen hat, oder genau, was? Genau, genau. Du hast ihm ins Bein geschossen, beim Streit. Ja, genau, das ist leider... guten Geistern verlassen. Ein bisschen eskaliert, es tut mir auch total leid. Es war natürlich gar nicht extra und ich bin komplett durchgedreht. Aber deswegen bin ich auch hier. Ich wollte mich auch entschuldigen und mich nach dir erkundigen. Ja. Und ich wollte was Gutes tun, dir ein paar Sachen holen. Ach, da brauchst du nicht. Doch. Nee, da brauchst du nicht. Du bist ja erst ein paar Stunden hier, du hast ja bestimmt gar nichts. Nee, nee, brauch ich nicht. Und dann, Nee, ach Quatsch, doch, musst du mir nicht. Nein, musst du mir meine Güte, was ist das denn? Ach. Hallo? Was ist das? Erik. Hä? Also ich meine, ich weiß eh, was das ist. Das ist Geld, ne? Was aber macht wo kommt das Geld her? Erik, kannst du bitte mit der Sprache rausrücken? Schusswunde im Bein. Tasche voller Geld. Was ist passiert? Rede bitte mit mir. Das sieht ja toll aus. Ja, ich hab gelogen. Ich war so ein Vollidiot. Das ist nicht meine Ex-Freundin gewesen. Das ist eine Bekannte von mir. Und die schuldet mir 1000 Euro um den Dreh. Und die wollte mir das wiedergegeben gestern. Und ja, um auf die Nummer sicher zu gehen, bin ich hier mitgegangen zum Bekannten, wo die es abholen wollte. Und dann standen wir halt vor einer Boutique. Und dann kam die da mit einer Waffe rausgerannt. Und da war mir sofort klar, dass sie den Laden überfallen hat. Und ich war voller Panik, bin ich dummerweise mit der mitgelaufen zu so einem Garten in der Nähe. Und hab ihr dann zwar sofort klar gemacht, dass ich da auf jeden Fall nicht dabei bin. Hab den Rucksack genommen mit dem Geld und wollte stiften gehen. Und auf jeden Fall das Geld dann zur Polizei oder zur Boutique wieder zurückzubringen. So, und als ich dann losgelaufen bin, hat sie mir in die Wade geschossen. Boah, und ja, dann wollte ich gerade zum befreundeten Krankenpfleger gehen, laufen. Und dann bin ich auf dich gestoßen. Und dann hat ich dich angehört. Aber da müssen Sie doch zur Polizei gehen. Ja, ich war voll... Das ist total wichtig. Ich war voller Schock. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Du hast ja im Endeffekt nichts Falsches gemacht. Du bist ja überlistet worden. Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir gehen zusammen. Hallo. Hi, Frederik. Zur was Polizei. Ich auch sagen, unser Doc. Hallo, Herr Kahrs. Sieht gut aus, ne? Was ist denn hier los? Ja, ist ein bisschen komplizierter. Werde ich dir gleich erklären. Der Herr Karst hat uns dann nach einer ganzen Weile ja seine Geschichte erzählt. Und oh, da musste ich schon echt schlucken und konnte, da war auch wirklich sprachlos und konnte gar nicht viel dazu sagen. Deswegen war es wirklich gut auch, dass die Frau Hilger an seiner Seite war, die ihn sicherlich da auch unterstützen wird. Es wurden keine wichtigen Strukturen verletzt, also der Knochen ist nicht gesplittert. Es gibt keine großen Gefäß- oder Nervenschädigungen. Das heißt, wir haben den Wundkanal gespült, das Ganze wurde vernäht. Wir gehen davon aus, dass keine bleibenden Schäden davongetragen werden. Wir sind erstmal froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist mit dem Bein. Aber wir müssen auf jeden Fall noch mal zusammen zur Polizei ein bisschen das klären. Ja. Patient Erik erholte sich erwartungsgemäß von seiner Schussverletzung. Der 27-Jährige meldete den Überfall der Polizei und gab das gestohlene Geld zurück. Seine kriminelle Bekannte räumte ein, dass er nichts mit dem Raub zu tun hatte und muss sich vor Gericht verantworten.